Moin Leute, Timex hier. So viele Leute haben sich über Jahre Heyday gewünscht. Ich liebe so welche Games wie Heyday. Einmal am Tag einloggen, einsammeln, Materialien verbauen und weitergeht und einfach den Progress genießen. Ganz normal, ohne Angreifen oder sonst was. Ich war der Farmer in Raft, Rust, Ark, Landwirtschaftssimulator, Corekeeper und in etlichen weiteren Games. Ich liebe das sehr. Ich hatte nur nicht gedacht, dass ihr da so Bock drauf hattet. Mickey, Unge und so weiter hatten das gerade gezockt, sind böse drauf hängen geblieben. Heyday hat auch gerade wieder ein ziemliches Comeback von den Spielerzahlen her, europaweit. Deswegen dachte ich, jetzt ist es soweit. Ich habe eh nur einen Arm. Ich kann nur Mobile Games machen. Und jetzt bekommt ihr Heyday. Ja, das ist auch das perfekte Game, dass ich einfach ganz chillig auf der Couch sitze, mir eine Serie anschaue und nebenbei auch ein bisschen Offstream Heyday daddeln werde. Und zwar werden wir versuchen, den Account natürlich zu maxen. Wie ich in jedem Supercell-Game max bin, möchte ich auch dieses Supercell-Game maxen. Mickey ist schon über Level 20 und auch die von Supercell meinten, also den kann ich wahrscheinlich nicht einholen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber ich habe auch gehört, die Community kann helfen. Also ihr könnt gewisse Angebote, ich habe das Game nie gezockt, ich habe jetzt auch keinen Guide, vielleicht mache ich viele Fehler, seht es mir nach. Die Community kann auf jeden Fall helfen und mich so ein bisschen boosten. Das heißt, ich werde böse reinpayen und mir ein bisschen Unterstützung von euch holen. Ähnlich wie in Clash of Clans, mit der Clanstadt. Und ein richtig geiles Feature. Clash of Clans und Heyday sind ja alles so Games von Supercell. Die sollst du so über 4, 5, 6 Jahre zocken. Du hast immer wieder neuen Content, weil du immer weiter progressst. Musst kein Geld ausgeben, hast trotzdem ein riesen Game vom Inhalt her. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt einen Heyday-Account innerhalb von einer Woche oder so zu maxen. Absolut nicht. Und ein gemaxter Account soll auch über 15.000 Euro kosten. Und da hat Supercell eine ultra geile Sache gesagt. Alle Gelder, die ich hier reinstecken werde in diesen Account, wird Supercell nachträglich in eine Charity-Organisation unserer Wahl, das können wir auch noch eine Abstimmung machen, spenden. Super entspannt. Nehmen wir an, ich bezahle jetzt hier 8.000 Euro und dann gehen direkt noch 8.000 Euro an Charity. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ultra nice. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich hab Bock. Alter, es sind so viele Leute im Chat, die sagen, sie sind Level 105, Level 130, sie können helfen und sowas. Geil. Also wenn wir hier eine gefragt haben, das ist kein Placement. Also Supercell gibt mir sowas, weil die es auch cool finden, aber ich kriege hierfür keinen Cent. Achso, vielleicht kriege ich einen Cent. Es gibt einen Creator-Code. Gibt's den auch in Heyday? Bestimmt, ne? Creator Code Trimax in allen Supercell Games, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Ehemalig auch Rush Wars. Ich habe auch mal Heyday Pop gespielt. Ich bin jemand, der spielt jedes neue Supercell Game. Ich habe einmal Heyday Pop gespielt. Gibt es das noch? Gibt es noch Heyday Pop? Das ist einfach komplett Candy Crush im Heyday Design. Das ist einfach nur so ein Rätsel mit Verschieben. Heyday Pop wurde offline genommen. Belegt ihr schon mal einen Gemeinschaftsnamen? Ich ziehe mir das erstmal rein. Ja, geil. Okay. Also, es haben sau viele Leute das Game. Ernten. Jetzt habe ich's geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, wir haben Weizen und Mais. Gut, kriege ich hin. Okay, wir haben nur das. Samenzeit zum Wachsen. Beim Ernten produziert jedes Feld 2 Pflanzen. Okay. Pflanzen vermehren sich. Alright. Sieht ja katastrophal aus. Tipp auf dein Haus und streich es an und den Pinsel darüber ziehst. Hey, der ist auch einfach ein Game. Das zockt jeder. Das zocken eure Großeltern. Von vielen Leuten zocken das die Mütter zusammen mit den Vätern. Oder die Mütter mit den Kindern. Oder der Vater mit den Kindern. Oder nur die Mutter. Also es sind wahnsinnig viele Mütter Max, sehe ich hier auch gerade im Chat die ganze Zeit. Von wahnsinnig vielen Leuten sind die Mütter einfach maximales Level. Das ist wirklich das einzige Game, was wirklich absolut jede Generation spielt. Bei mir zockt die ganze Familie, ja. Alle schreiben meine Mutter, das ist auch einfach, das ist es auch einfach. Hühner kaufen. So. Ich habe keine Ahnung, wie groß das am Ende auch wird. Hühner füttern. Wie viel musst du dich täglich einloggen? Für den maximalen Progress. Zum Bestätigen erneut tippen. Was war das? Einmalig. Beschleunige auch das zweite Huhn. Ah, beschleunigen, okay. Eier sammeln. Es wird riesig. Dauerhaft online sein. 15 Mal am Tag. Alle 10 Minuten. Doch, so heftig. Okay. Okay, okay. Zack. Eier eingesammelt.
Oh, da habe ich irgendwas übersprungen. Wir haben einen Besucher. Tippe auf, ihn erfahre, was er zu sagen hat. Das sieht ja geil aus. Howdy, ich bin Mike. Und mir gehört die alte Mühle in der Nähe in der Stadt. Wie heißt deine hübsche Farm? Farm von Trimax Live? Nee. Farm von Trimax? Nimmt man sich so? Ist das ein Name? Trimax Farm ist besser? Trimax Farm. Gut, dass sich jemand um die Farm kümmert. Wir sehen uns. Schön. Wie wäre es, wenn du mit einem neuen Backofen aus all dem Weizen Brot backen würdest? So schnell schon, cool. Tipp auf die Schaltfläche links. Das kann man vielleicht noch verschieben, wie man mag. Kann man, ne? Zack, fertig. Ja, okay. Dann haben wir da auch keinen Stress. Brot backen. Kriegen wir auch hin. Beschleunigen. Hä, was soll ich machen? Ah, man muss direkt auf den Links drücken. Glückwunsch, du bist jetzt ein Level 3 Farmer. Schön. Da kommen noch Felder dazu. Auf einer glücklichen Farm leben glückliche Tiere. Baue eine Futtermühle, damit deine Tiere nie hungern müssen. Ich will erstmal sehen, wie das aussieht hier. Warte mal, dass man mal vorher, nachher Bild hat. Da sind die zwei Dudes da rechts. Cool, mit dem Fluss. Auch sau viel Stuff. Ja, okay, ist doch ziemlich groß, oder? Wenn das hier bisher nur das Feld ist. Okay, wir gehen rein. Futtermühle. Da wollte ich nicht hinpacken. Beschleunigen. Können wir das Feld hier ernten? Ja, geil. Was haben wir hier noch? Mehr Felder. Die Futtermühle gefällt mir da gar nicht. Kann ich die einpacken? Erstmal das hier finishen. Das ist ja entspannt. Das geht ja ganz schnell. Also muss es dann direkt irgendwo hinziehen. Packen wir erstmal hier oben hin. So, cool. Pflanze mehr Samen. Erstmal holen wir hiervon. Nächster Besucher. Lange drauf bleiben und ziehen, ja. Das ist auch geil. Stell dir mal vor, wir hätten noch nie Clash of Clans gespielt. Stell dir vor, wir hätten 2012 Clash of Clans gespielt, das erste Mal. Oder halt 10 Jahre später, 10 Jahre lang Updates und der ganze Scheiß. Was will sie? Kommt dieser wunderbare Duft von hier? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Joanne. Ein Brot für 11 Gold. Ich fühle mich irgendwie gescammt. Glückwunsch, Farmer Level 4. Alter, das ist okay, das geht dann doch flott. Wer ist er denn? Mit Drifts? Okay, sick. Das Geschäft gedeiht. Ernte weiter die Felder ab, backe Brote, produziere Eier für den Verkauf. Okay, geil. Tutu Lieferwagen ist da, bereite dich auf eine Bestellungsflut vor. Die Bestelltafel zeigt an, was verfügbar ist. Kindergarten, was brauchen die? Eier. Ja, dann nimm doch. Entspannt. Gibt es noch mehr Aufträge? Kirche. Ah, brauche ich mehr hiervon. Brauchst du noch 40 Sekunden? Okay, kann ich sonst noch was bauen? Alter, was kommt denn da alles? What the fuck? Ich will auch mehr Hühner. Was ist, heißt es, wenn die Hühner so liegen? Hungrig. Scheiße. Sieh mal, die Kindergarten hat eine Dankesnachricht geschickt. Das ist schlecht. Kann ich das irgendwie... Brauch mehr Weizen. Brauch, wie lange war das hier? 9 Sekunden noch, dann haben wir es gleich. Musst du füttern. Ja, ich hab nichts, oder? Ach doch, das ist das Futter, okay. Gut.
wir in der Futtermühle herstellen? Nee, lieber nicht. Noch nicht. Feld ernten. Digga, geht ja direkt schon los. Aus dem Tutorial direkt hier Hardcore, oder was? Okay, das ist viel. Den schicken wir ab. Du hast den Bogen wirklich raus, aber jetzt weiter auf deiner Farm und liefere Bestellungen aus. Okay. Jetzt stellen wir wieder Futter her. Muss man das so machen? Du bist dabei, die letzten Pflanzen zu verwenden. Möchtest du das machen? Nee. Stellen neu ansehen. Ach, scheiße, das war dumm. Das war lost. Ich habe nur noch einen Mais. Das war lost. Das war direkt schon mal verkackt. Kauft ihr einen Battle Pass? Das ist doch verarscht. Gibt es einen Battle Pass? Einen Battle Pass geben. Hey, der möchte dir Mitteilung senden. Nicht erlauben. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Dynamit? Schaufel, Säge, Axt? Weiter. Wer ist der große Kerl? Sieht aus wie Mickey. Hallo, ich bin Greg, dein Nachbar. Wenn du ein paar Werkzeuge brauchst, komm zu mir. Ich kann dir welche besorgen. Wir könnten ein paar Werkzeuge gebrauchen, um das Land etwas freizuräumen. Besuche Gregs Farm. Öffne die Freundesliste. Freundesliste. Greg. Willkommen auf meiner Farm. Sieh dir an, was ich meinen Straßenverkauf anzubieten habe. Das ist seine Farm? So, Schaufel ist sick. Davon nehme ich noch ein paar mit. Dies und das. Und das und das. Scheiße, alles gekauft. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gut. Danke für deinen Besuch. Jupp. Ab nach Hause. Alles kaufen, guck. Super. Klasse, Greg war sehr hilfreich. Du kannst jetzt Freunde noch mehr Freunde als Nachbarn hinzufügen. Ah, okay, da kann ich euch dann die ganze Zeit haben, ne? Das ist gut. So. Für 22 Sekunden. Triggert euch bestimmt dafür, einen Gem auszugeben, ne? Das sind ja Diamanten, keine Gems, ne? So. Bonus? Wow, was ist das für die Schraube? Sick. So, muss noch Mais ein bisschen kriegen. Und hier das. Soja-Bono, Gott. Und hier. Das sind zu wenig Felder. Ich brauche mehr Felder. Brot ist fertig. Zwei Brot backen wir noch. Dann stellen wir noch. Kannst du die fehlenden Pflanzen kaufen? Mir fehlen die Pflanzen. Mir fehlen Pflanzen. Kann ich mir einen Farm Pass schon kaufen? Ah, geil. Creator Code. Da ist es erstmal richtig groß. Try Max. Zack. Geil. Klappt. Hält eine Woche. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der unterstützt. Okay, bisher können wir aber noch nicht. Angebote, wöchentliche Angebote sind noch ausgegraut. Okay, wir müssen weiterkommen. Was steht denn jetzt hier an? Der kann direkt wieder los. Da fehlt mir Mais. Nehmen wir direkt mit. Zack, zack, zack. Pflanzen dreimal neu an. So. Da kommt er mit Gold. Das schicken wir ab. Ist das smart zum Progressen? Gibt es dafür die XP? Das kostet zu viel Geld. Aber dafür gibt es die XP. Kriege ich sonst noch irgendwie XP? Ich habe ja hier nichts mehr. Ah, 7 XP. Dann hauen wir den direkt wieder rein. Kann ich jetzt mal hier eine Säge nehmen? Mir fehlt die Säge. Wo kriege ich die Säge her? Wieso hatte Greg keine Säge? Freundschaftsliste, Greg. Wo ist dein Straßenverkauf? Da. Alles leer, keine Säge. Wo kriege ich eine Säge her? Chests. Es gibt Chests?
Wo denn? Was brauche ich jetzt? Ah ja, haben wir nicht. Zack. Drei Eier. Let's go. Fahren wir Level 6. Weiter. Mu, es ist schon eine Weile her, dass ich eine Kuh gab. Abschicken. Neues Level. Keine neuen Felder. Oh Gott, das ist ja riesig. Aber passt. Molkerei. 5 Kühe machen wir direkt, würde ich sagen. Hungrig. Jetzt brauchen wir auch Kuhfutter. Eine wohlgenährte Produktion von Milch, die du einsammeln kannst. Okay. Kaufe eine Molkerei, wenn du genug Geld hast. Die Molkerei kann Milch zu Sahne, Butter oder sogar Käse verarbeiten. Gut. Ich will mehr Kühe. So, das Gold hier wieder einsammeln. Okay, jetzt ist hier das Feld wieder fertig. Ja, kann man echt durchgehend zocken? Nein, man muss bestimmt noch irgendwann dann warten. Gut, ich jamme auch ab und zu gerade ein bisschen. Mir fehlt's an den Sachen. Mir fehlt's vorne und hinten. Okay, erstmal mehr Kuh. Eine Kuh ist schon ein bisschen teurer, okay. Wie kann der Stein hier weg? Nee, das hier soll weg. Der auch, jetzt ist egal. 5 Gems, Leute, darauf kommt es nicht an. Ich brauche hier Platz. Ich habe keine Gems. Okay. Das Layout, aua. Ja, das kommt noch. Wir müssen aufladen. Wir gehen zum ersten Mal zum Aufladen. So. Ich muss die Hühner füttern. Ach stimmt, die sind wieder tot. Guter Call. Zack. Okay, bisher sehr chillig. Mal kurz aufladen. Und bevor ich auflade, böse. Ihr seht jetzt mein Bildschirm nicht. Mit der Supercell-ID verknüpft, super. Credit-Code ist drin und jetzt Gems. Diamanten kaufen. Ach, jetzt hier mit der scheiß Touch-ID. Kann ich auch überspringen? Kann ich auch Passwort eingeben? Scheiß drauf. Kauf den Pass. Ich hab den noch nicht gesehen. Nein, hey, was war das? Start klar. Ach, hier muss ich auch beschreiben, bestätige, damit ich nochmal kaufen kann. Bestätige. Bestätigen, okay. Oh mein Gott! Hier muss ich immer wieder bestätigen in Caps Lock schreiben. In den anderen Games musste ich das nur einmal machen. Scheiße! Wie schwierig! Vor allem mit einer Hand.
Ey, ich. Das ist gerade zu schwer zu payen. Ich mache erstmal nur. Nee, scheiße, ich muss weitermachen. So. Okay, jetzt muss ich die scheiß Nachricht kopieren. Da gibt's jetzt nichts. Bestätigen. Kann man nicht kopieren hier mit dem Menü. So. Was ist ein Kampf? Ja, wir haben es gleich, Leute. Wir sind 26.000 Zuschauer um 11 Uhr morgens. Bei dem geilen Wetter mit Heyday. Geil. Mach die Finger, die mit der anderen Hand. Das dauert jetzt auch ewig. Als Vorsichtsmaßnahme kannst du erst wieder einkaufen in 14 Minuten 30 Sekunden. Schreibe bestätigen, um Truhe-Diamanten für 100 Euro zu kaufen. Bestätigen. Zack. Kaufen. Zack, zack. Du brauchst nicht so viel. Digga, ich habe eben ungefähr umgerechnet 12 Cent gebraucht. Zack. Und zack. So, das reicht jetzt erstmal. Ich kann nicht mehr. Das war jetzt sehr anstrengend. Du bist jetzt startklar. Selbstverständlich nicht zu Hause nachmachen. Völlig dumm. Ich musste hier gerade für 12 Cent Samen kaufen. Deswegen habe ich jetzt erstmal 1000 Euro reingebuttert. Wir haben 40.000 Diamanten. Aber da werden noch viele Folgen. So. Ey, ist der Ton weg? Nicht das, das ist das. Ich starte jetzt mal neu. Zack, zack, zack. Oh, auch chillig. Auch chilliger Sound. Dieses Projekt wird ja so Spaß machen, echt? Ich find's jetzt schon ultra geil. Alter, was für eine coole Animation. So, hier geht ja gut was ab. Wo ist denn meine... Das hier sind die. Sojabohnen brauchen so lange, so eine Scheiße. So, Brot ist fertig. Futter ist fertig. Okay. Was will sie denn? Hallo, Mama hat mich einkaufen geschickt. Ein Fass TNT für 28. Nein, tut mir leid. Geh bitte. So, und ich kriege jetzt hier, hier gibt es zum Beispiel viel XP. Kann ich mir die auch einfach kaufen? Okay, jetzt haben wir schon was gefunden. Du gehst bitte nach Hause. Das Auto ist gerade nicht da. Nie denen was geben. Wieso will die einfach TNT? Keine Ahnung, Digga. Ich bin hier im Tutorial. Ihr kommt ein sechsjähriges Kind, die will fast TNT kaufen. Das hat viel XP gebracht. Ich kann jetzt einfach immer... Das ist es. Gestalte deine Farm. Nee. Da kommt das Ding wieder. Alter, das gibt jetzt schon 96 XP. 27 Gems. Okay, das wird teuer. Okay, ich verstehe.
Farmpass wird auf Level 11 freigeschaltet. Gemeinschaft werden auf Level 10 freigeschaltet. Molkerei finishen. Kann ich hiervon auch zwei Autos haben? Oh, was heißt das? Da ist dein Straßenverkauf. Du kannst dort Waren anbieten, die andere Spieler kaufen können. Du kannst festlegen, wie dein Produkt das verkaufen möchtest, wie hoch der Preis sein soll. Du kannst sogar in der Zeitung inserieren. Versuche es. Zuckerrohr, wo hab ich das denn her? Ein Weizen für... Briefkasten. Das nehmen wir mit. Zack. Folge uns auf Instagram, okay. Alter, kannst du in der Zeitung blättern? Ah, da kann ich das so sehen. Jetzt, zack. Geil, das ist ja entspannt. Du hast mehr Viewer als die gesamte Minecraft-Kategorie auf Twitch. Ja, das ist ja auch Heyday. Das ist doch geil. Freunde hinzufügen. Das müssen wir später wahrscheinlich auch noch machen, ne? Oh, was ist denn das? Maisbrot. Ich muss die Karre mal losschicken. Zu Sans Shop. Was ist das denn? 300 Zucker? Habe ich doch gar nicht. Abschicken. Belohnung abholen. Oh, auch nochmal 80 XP. Geil, hier gibt es Belohnungen. Sind noch mehr Belohnungen? Nee, ne? Digga, was gibt's denn hier alles? Holy shit. Okay. Und die Karre kommt wieder. Das ist mal das Beste. Seit wann kann ich denn Zuckerrohr anbauen? Aber nehmen wir mit. 66. Zack. Zack, zack. Ich brauche mehr Felder. Zuckermühle. Ich denke die ganze Zeit, ich brauche irgendwie einen Arbeiter oder irgendwie sowas. Das nehmen wir auch. Gut. Schatztruhe hinter der Scheune. Das ist eine Schatztruhe. Ach, das kommt. Scheunenkapazität. Ach, ich kann nur so und so viele... Ach du meine Güte. Silo-Kapazität ist auch... Ach, das ist alles begrenzt. Was ist das? Sahne. Auch verkauft. Kann ich schon Sachen hier herstellen? Ja. Okay, das wird dann doch... Also hier kostet ja wirklich jeder einzelne... Jeder einzelne Klick kostet hier ja dann Gems dann letztendlich gerade. Und das ist gut. Farmer Level 8. Haben wir jetzt noch neue Felder? Ja. Das ist gut. Zack. Zack. Ich habe einige Sachen gar nicht mehr, ne? Die schicken wir wieder los hier. Ich drücke mal um Hilfe bitten, das will ich gar nicht. Und losschicken. So, jetzt will ich hier mal ein bisschen Axt wegmachen. Sägen. Sägen. Hat das jemand gekauft? Inserieren. Was bringt das? Die Karre ist wieder da. Oh, 100. Schule. Boom. Geil. Brauch mehr Platz. Weg mit den Bäumen. Hier ist ein See. Wegschaufeln. Steine. TNT. Kleines TNT. Großes TNT. Baum.
Das mache ich gut. Jetzt kriegen wir ein bisschen Platz hier. Ich brauche Platz. Denn wir haben neu... Nee, dekoriere deine Farben noch nicht. Ist noch was da Neues dazugekommen? Da ja, Popcorn-Topf? Ist das teuer? Ich krieg jetzt bestimmt eine günstigere Alternative, was ich hier mache, ne? Kauf Gold. Ach, das kann man nicht mit... Man kann nicht Gold kaufen mit... Gems? Oh Gott! Oh Gott! Mach's nicht? Okay. Was ist denn das hier? Glücksrad! Nehme ich direkt mit! Ist das gut? Neuer Versuch. Hier gibt es ein Glücksspiel drin für Gems? Ah, die Versuche werden teurer. Oh Gott, ich hoffe, das ist keine Deko. Was ist das? Neuer Versuch, 3 Gems. Ach du Scheiße. Bis wohin lohnt sich das? Die Schraube ist ja echt am besten, ne, für mehr Kapazität. Kategorie ändern auf Slots. Aber eben habe ich ja für ein TNT 7 Gems bezahlt. Jetzt habe ich ein TNT für 6 Gems bekommen. Brot ist halt scheiße. 7 Gems für ein Brot? Lohnt sich nicht, ne? Ein Ei. Ein Ei für 8... Also jetzt gehen wir auch raus hier. Ist ja komisch, dass das Scam ist. Wir müssen Level 11 kommen. Wir müssen das Auto voller... mehr vollballern. So, Brot wieder fertig. Wichtig. Das braucht auch noch. Hat das jemand gekauft? Ah, jetzt ist es in der Zeitung. Dann können das Leute auch online kaufen. Zack. Ach so, das ist fertig. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn das fertig ist. So. Den Kühen geht's gut, den Hühnern geht's gut. Die Karre kommt wieder. 73. Den Rest nehmen wir so. Okay. Geh zur Zeitung, da findest du immer Äxte und so weiter. Das ist die richtige Zeitung. Bug? Ja, und jetzt? Level 13 freigeschaltet. Wer ist sie denn? Nein, geh nach Hause. Und das verkaufen. Zack, zack. 16 Gems. Was haben wir hier bekommen? Ein Buch. Eingehende Anfrage. Blockieren. Okay. Let's go. Farm Level 9. Oh, wieder 3 Felder. Das gefällt mir.
Ich will am liebsten ein bisschen System reinbringen. Ach, gibt jedes Mal XP, das Feld. Okay, das ist gut. Okay. Ah, jetzt fragen Leute an. Okay. Ich nehme mal Leute an. Können die mir irgendwie, könnten Stream-Sniper mir in irgendeiner Art und Weise schaden? Nee, ne? Ist hier... Ah, ihr seid alle Level 50? Sie sind alle Level 50. Ihr habt eben gesagt, ihr seid Level 100. Die können die alle Sachen abkaufen für Geld. Ich nehme einfach mal ein paar Leute an. Und wenn die Leute nicht mehr Sachen abkaufen für Geld... Leute, auf Level 100 ziehe ich mir. Und dann gucke ich, wer der am aktivsten ist. Weil die können mir auch helfen, die ganzen Leute, ne? Noch 500.000 Coins. Hm. Oder sonst ein Sub? Macht es mehr Sinn, dass ich euch hinzufüge? Digga, das ist ja auch kein Schwanz hier Level 100. Ihr seid so krass alle. Na, ich nehme mal jetzt hier auch einen Level 90 an. Also, die können mich in gar keiner Art und Weise trollen, ja? Ist das hier nach Level sortiert? Level 30 ist schon gut? Alles ab Level 70 ist schon krass? Sieben verkauft. Farm Gems. Das ist ja entspannt. Das kann ich jetzt... Oh, das ist cool. Okay, wir müssen weitermachen. Wer ist er denn? Ah, das war das Casino weggefahren, lol. Oh, 100 XP. So. Warum ist das Auto nie da? Das Auto soll schneller da sein. Das ist gerade so das ist die Schwierigkeit. Man kann in Einstellungen machen, dass man nicht doppelt klickt. Oh mein Gott, das gucke ich mir kurz mal an. Echt jetzt? Erweiterte Einstellungen. Doppeltippen zur Bestätigung, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Das kann ich direkt immer jammen. Die Eier sind fertig, jetzt braucht ihr wieder Futter. Die Milch ist noch nicht fertig. Futter ist ein bisschen fertig. Was ist das? Farmpaket? Das lohnt sich. Das sehe ich direkt. Vierfacher Wert. Das kenne ich aus Clash of Clans. Wenn das da steht, dann stimmt das. Okay, rechnet noch einer mit? Credit Code Trimax ist drin. Ja, rechnet noch einer mit? Wir waren genau bei glatt 1000 Euro. Jetzt sind wir bei 1005. Das ist das Geile. Alles, was wir hier ausgeben, haut Supercell danach für die Charity-Organisation unserer Wahl raus. Das ist so krass. Jetzt haben wir vierfacher Wert und durch Charity haben wir wahrscheinlich 20-facher Wert. Holen. 30.300 Bio mit Heyday. An einem Sonntag um 11.
mal, ich pflanze hier gut an, so. Meine Community kann mir auch... Du hässlicher Spast, hör auf in jedem Game zu payen. Da kommt jemand aus den YouTube-Trends. Wie sauer, das kann dir doch egal sein. Ich will hier nur ein Farmspiel, so. Das, warum bin ich jetzt ein Spast? Das ist doch scheiße. Er tut so, als würde ich ihn gleich in Heyday irgendwie überrennen. Und seine Farm plündern oder so. Ich komme gleich mit einem E-Giant Level 14 in deine Farm, Alter, und baller da alles nieder. Alter, ich bin am Progressen. Komisch, woher kommt das wohl? Vielleicht war ich richtig viel Pay. Das Game, das hatte ich mir 10 Minuten runtergeladen und ich hatte direkt 1000 Euro drin. Ich wusste nicht mal wofür. Ärgert dich das? Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe erstmal 1000 Euro bezahlt. So. Macht dich sauer oder was? Herrlich. Ach, Dekoartikel hier. Das macht mich sauer. Aber das bringt gar nichts. So, jetzt nochmal zurück. Die werden irgendwie schwächer hier, die Sachen. Die Scheune ist voll. Das ist schlecht. Kapazität erhöhen. Kapazität auf 75 erhöhen, ja. Kapazität erhöhen. Kapazität erhöhen. Kapazität erhöhen. Ist das gut? Oder ist das lost? Aua. Brauchst du nicht? Gut, sagen einige. So, das sieht auch geiler aus jetzt. Guck mal, wie funkelt. Wie funkelt jetzt. So. Klasse. Okay, jetzt nochmal. Wie kriege ich XP? Einer hat gesagt, ich kann irgendwie XP durch die Community kriegen. Dass sie irgendwas machen können. Was ist es? XP? Nicht Gold, sondern XP. Anderen helfen. Oh, da ist ein Bonus. Ein Brett oder was? Geil. Hilfe anfordern. Okay, ich probier's mal. Hier, zack. Um Hilfe bitten. Du kannst erst morgen wieder um Hilfe bitten. Das kann ich nicht payen. Das kann ich nicht payen! Fies. Scheunenkapazität. Super, das läuft doch. Verkauft. Aber dafür kriege ich nur Gold, kein XP, ne? Du musst helfen. Aber ich kann immer noch nichts Neues bauen. Wann bin ich denn Level 10? Ich will Level 10 sein. Ich bin gerade völlig max, ne? Oder hab ich irgendwas vergessen? Kann ich noch mehr Tiere haben? Auch nicht. Alter, was kommen da jetzt für Tiere? What the fuck? Aber wahrscheinlich viele auch... Bestimmt viele auch Deko-Tiere, oder? Andalusischer Esel. Wird auf der 55 freigeschaltet. Der ist ja so hässlich. Das ist das letzte Tier, was man freischaltet. Wird absolut das hässlichste. Obwohl, die anderen Esel nehmen sich da auch nicht so viel. Ich muss immer die Autos hier abschicken. Es gibt noch ein paar größere Angebote.
Okay, das läuft alles. 54, das gibt nicht mehr so viel XP. Eben hatte ich viel mehr XP die ganze Zeit. Du kannst noch Sachen bauen. Du kannst noch Popcorn-Topf kaufen. Popcorn-Topf? Ach, tatsächlich. Ich habe noch einen Grill. Ich pack das erstmal hier hin. Zack. Immer schön oben halten. So. 44 XP. Das wird ja alles weniger. Die XP wird schlechter. So. Wann kann ich die Gemeinschaft machen? Warte mal, das nochmal. Das ist hier das Starke. Ne, Farmpass wird stark und Gemeinschaft wird Level 10. Oh, das haben wir jetzt! Oder? Ne. Ui, ein Auftrag noch schnell. Fabius Fischerei. Zack. Wenn der wiederkommt, sind wir Level 10. Geh mal ins Glücksrad rein. Ne, das ist weg. Stadt wird erst ab 34 freigeschaltet. Baumeisterin wird 31 freigeschaltet. Was kommt denn alles? Gemeinschaftsderby. Tal, ah, 25. What the fuck, crazy. Das ist schon ganz schön viel Content. So, Level 10. Großes Ding. Großes Ding. Gemeinschaften. Level 10 Farmer. Heyday, später bewerten. Mensch, was ist denn hier los? Repariere dein Gemeinschaftshaus, um deine Freunden zu chatten und zu spielen. Reparatur beginnen. Reparatur finishen. Erstellen. Gemeinschaftsname. Trimax. Und dann? Tammo. 97, 5 Subgifts, vielen Dank. Du musst mehr Leute adden. Ja. Pay to win. Free to play? Free to play, wollt ihr das haben? So gelogen. So ist besser. Wappen? Doch keine Maus. Pferd, Ziege. Oh. Das ist es. Jo, warum denn rot? Mach das blau. Im Hintergrund machen wir. So, das ist. Das ist. Das ist cool. Fertig. Für alle offen? Nein. Nur eingeladene Spieler. Mindestlevel für Beitritt. Kann ich das nicht höher machen? Gut. Glückwunsch, du bist jetzt Mitglied einer Gemeinschaft. Na gut, ich bin noch alleine. Du kannst jetzt mit deinen Gemeinschaftsfreunden chatten und dich über Weizen, Mais, Speck und Eier unterhalten, aber immer schön höflich bleiben. Hinweis, den Chat kannst du in der erweiterten Einstellung ausblenden. Okay. Kann ich zum Beispiel jetzt hier einen Freund, den ich habe? Da einladen? Alter, so krass kann das aussehen, heftig.
Die nehmen wir mal alle random an. Der ist einer anderen Gemeinschaft. Und da kommen sie nicht raus. Finden wir Leute für meine Gemeinschaft? Leute auf Level 50 sind so krass, dass sie definitiv schon helfen können. Okay, wir bauen erstmal weiter. Die Bäume nerven hier alle immer noch. Brauch ein bisschen mehr Platz. Die Molkerei soll dahinter. Jetzt kommt hier ein Schweineding. Gut. Was bringen die? Oh, das tut weh. Das fühlt sich irgendwie falsch an, dafür zu jammen. Kein Schweinefutter mehr. Das nehmen wir. Mach Beitrittsanfrage und dann ein bestimmtes Level. Habe ich schon probiert, aber hat nicht ganz geklappt. Guck mal hier, bearbeiten. Beitrittsanfrage, aber ich kann das Level. Ah, jetzt geht das. Eben ging das nicht. Habe ich das gedrückt, dass nichts passiert. Hat es geklappt? Jetzt können Leute auf Level 80 anfragen. Ja. Wo sehe ich, wenn Anfragen reinkommen? Gibt es doch keine. Mitglieder. Warten wir. Einer hat angefragt, schreibt er. Wo sehe ich denn die Anfrage? Suchen? Weiter das war Level 80. Du musst im Chat gucken. Wo ist denn der Chat? Ah, hier. Dennis Farm 130 annehmen. Melvins Farm 137, Elsas Farm. Holy shit. Emils Farm 143. Farm von Jennifer 180. Günthers Farm 140. Holy. Und die können mir jetzt krass helfen. Mike Wunderland. Farm von Niklas. Alter, das klappt. Und wie können die mir jetzt helfen? Erstmal hier wieder weitermachen. Zack. Ey, was wächst denn hier? Das fuckt mich ab. Wie lange braucht das denn? Was bist du? Ich finische dich mal. Der Stuff wächst immer schnell. 57 XP. Zack. So. Wenn man Weizen immer perfekt anbaut, bringt es am die meisten XP von den Pflanzen. Okay. Okay. 32.000. Das ist so krank. Du kannst schlechte Aufträge löschen? Geil. Da ist komplette Kapazität. Okay, das ist alles am Maximum. Brot. Ich
will irgendwie XP von der Community kriegen. Turbo Trucker 2, Erfolg freigeschaltet. Belohnung abholen. 220 XP, let's go. Wichtig. Was willst du? Nein, du gehst wieder. Du kannst mehr Produktionsplätze kaufen. Was für Produktionsplätze? Aber doch nicht von... Nicht... Produktionsplätze? Wo? Ach, da! Oh, wow. Da, ich sehe es gerade. 8 Stück, super. Das geht jetzt schon gut in die Gems auch rein, ne? Guck mal, wir haben schon gut was weggeballert. Wir haben schon 3000 Gems weg. Das sind gleich 100 Euro. Zack, weg damit. Wir können dir Äxte und so verkaufen, wenn du brauchst. Das ist Weizen. Weizenanbau bringt am meisten XP. Wir machen jetzt nur noch Weizen. Das wächst dann auch am schnellsten. Die schicken wir immer nach Hause. Okay, das heißt, ich kann durch meine... 38 XP, das ist zu wenig. Ich kann durch meine Mates, durch meine Gemeinschaft... Die können mir Äxte verkaufen. Nur zum Beispiel jetzt hier... Tal von Jennifer besuchen. Alter, das sieht ja so krass aus. Jetzt will ich auch. Straßenverkauf. Ah, ich kann hier direkt durchskippen. Die haben das zum Beispiel gerade saugünstig verkauft für mich. Okay, dann stellt mal was Cooles rein, wenn das geht. Kauft doch. Ja, ja, stimmt. Alles für eins ist gut. So. Zack, fertig. Produktionskapazitäten erhöhen. Aber kann ich noch irgendwas bauen? Hatte ich nicht noch Level 10? Ist nichts mehr dazugekommen. Grill noch. Bringt er was? Was kann der Grill? Okay, der ist auch fertig. Zack, abschicken. Jetzt habe ich kein Weizen mehr, das war lost. Ich brauche Weizen. Hab Äxte, geil. Cool, nehme ich da überall. Oh, 100. 124 XP, let's go. Das wird besser. Mitnehmen. Noch einmal Weizen farmen. Ich mache jetzt mal nur Weizen. Wie gesagt, Weizen ist das Beste. 15 Sekunden, solange ziehen wir uns den anderen Stuff kurz rein. Gemeinschaft besuchen. Straßen, Shop schauen. 10 Äxte für ein Gold? Okay, das ist jetzt huge, oder? Wie teuer ist das, Max-Spieler, diese Ressourcen mir zur Verfügung zu stellen? Ist das teuer? ...2700 Kosten für 10 Bretter. Echt? Das ist viel. Oder? Ich weiß nicht, wie viel man macht mit einem gemaxten Account täglich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es jetzt halt nur mit mir vergleichen. Geil. Volles Weizen. Oh, 100 XP. Franks Fabrik. Abschicken. Stark. Gleich nächstes Level. Wenn er wiederkommt, könnte nächstes Level sein, ne? Ah, so komme ich auch schneller zu den Sachen. Wo
was... Ah, ne, das ist nicht bei mir. Da ist gerade bei jemandem ins Casino weggefahren. Interessant, interessant. Oh mein Gott, kommt nicht gleich der Pass? Farm Pass, da haben alle gesagt, das ist auch stark, geil. Zack. Level 11. Alter, what the fuck? Mit Farm Pass spielen? Hä? Kann ich das Instant Pain? Kostet der nichts? Doch. Farm Pass. 5 Euro dazu, also wenn wir bei 1010 Euro. Freunde haben in Heyday keinen Nachteil, am besten alle annehmen. Aber wie viele Freunde kann man denn haben? Ich will ja schon dann die 100 besten Freunde haben. Du bist jetzt startklar, let's go. Ziele. Extras. Kann ich das nicht? Das kann man nicht. Das ist der. Man kann auch in überall. Brawl Stars, Clash of Clans, überall kann man den Pass durchpayen. Clash Royale hier nicht. Ich brauche Passpunkte. Kann ich mir keine Passpunkte kaufen? Aufgaben machen. Das Weizen gibt gute XP, das ist geil. Oh, 145. Let's go, wichtig. Und dich schicken wir direkt wieder nach Hause. Das wollte ich gar nicht für den Baum abfällen. Ich brauche mehr Äxte. Oh, Sägen sind ja gut. Okay, das ist chillig. Diese krassen Segen wurden mir gegeben. Ach, das sind Erweiterungen, die kommen erst später. Ach, die Bäume geben auch XP. Ziemlich gut. 165. Let's go. Wie sind hier die Preise? Sind das gute Preise? Oh, let's go. Let's go. Der ist super. Das ist stark. Wir brauchen mehr Leute in der Community. Die mir geilen Scheiß, die von sich aus wissen, was ich brauche und das schon bei sich in den Stand packen. Die schon wissen, bevor ich es weiß. Lukas und Frank Hühnerstall. Nehmen wir. Helmut, 202. Marvins krasser Account. Hat mich überzeugt. Sörens Farm. Und auch der Erste, der angefragt hat. Wir müssen auch Felix Farm annehmen.
Okay, das haben wir. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, Deko nervt wieder. Neue Felder, wieso habe ich nicht schon früher angepflanzt? Oh, das wird langsam größer, gefällt mir. So. Da versteckt sich manchmal noch was im Weizenfeld mit drin einfach. Wo kann ich jetzt sehen, wie lange das letzte Brot braucht? Muss man einfach ausrechnen, oder sieht man das hier nicht? Jedes Brot braucht 5 Minuten. Kann man nicht sehen, muss man dann einfach wissen, ne? Rechnen. Wenn du 6 verschiedene Dinger produzierst, dann wird es ja ziemlich kompliziert. Aber das geht noch klar. Wie kann ich visuell sehen, wenn die Hühner fertig sind? Ich mache hier mal die Kühe fertig. Dann sammle ich das ein. Wo ich die Futterstelle hingepackt? Hier. Brauch mehr Kuhfutter. Zack. Finish. Cool. Und Futter geben. Ja. Okay, ist geil. Alter, Ex, das ist für so günstig, geil. Holzbretter nehmen wir mit. Und ich kann so viel von den Leuten kaufen, wie ich will. Zack. Das gibt's denn so nur durch deine Freunde, nicht durch einen Clan. Ach so, echt? Mitglieder besuchen. Ach so, skippe ich durch meine Freunde und nicht durch, kann nicht durch einen Clan skippen, so cool. Da muss es doch was geben, wie das geht. Hätte deine Clan-Leute alle? Das ist ja doof. Ich kann 500 Freunde haben und ich habe durch Freunde keine Nachteile. Timex-Gehilfe, das ist er doch. Da weiß ich Bescheid. Super. Starke Sache, ich habe gerade noch ein paar angenommen. Der Weizen mitnehmen. Farmpass-Ziel erreicht, geil. Belohnung abholen. Das nehmen wir auch wieder mit. Darky hat was, sagt er. Zack, besuchen. Straßenverkauf. Alter. Holy shit. Ey, das sieht krass aus bei den Leuten. Das sieht bei mir so wack aus im Vergleichsweise. Aber es fühlt sich jetzt schon viel heftiger an als beim Anfang. Das hier auch noch wegnehmen. Was ist das hier? Fisch Level 27 erst. Dynamit habe ich nur 1. Was? Eine Schatzkiste, lol. Ach so, der zündet das gar nicht. Ist schlecht. Nochmal andrücken. Was ist das?
Alter, grabe ab Level 24 wertvolle Metall und Diamanten aus. Was kommt denn da alles? Krank. Ich muss immer wieder hier die Karre wegschicken, ne? Ist das das Smarteste? Anna's Farm hat Angebot. Zack. Zack. Beides mitgenommen. Smart. Okay, jetzt haben wir schon 100 Euro ausgegeben. Auf Weizen ist wieder fertig. Alter, das ist ja hier ein richtiger XP-Generator, oder? Jetzt kommt die Karre wieder. 110 für den Kindergarten. Abschicken. Wie viel Weizen kann ich denn haben? Ich brauche mehr Kapazität. Das ist sehr teuer. Das ist total krank. Das ist viel mehr als normalerweise. Das ist viel mehr. Sonst war immer 14.000 Gems 100 Euro. Jetzt sind 4.000 Diamanten 100 Euro. Reicht erstmal. Ja, ja, das Dicke. So, die Karre ist wieder da. Haben wir wieder ein gutes Angebot. 107 für die Kirche abschicken. Geil. So, aber ein Pass. Was heißt das? Oh, 59 XP. Und das? Extra freigeschaltet. Wähle ein Gebäude aus. Dieser extra gewährt hier bis zum Saisonende 2 weitere Produktionsplätze. Na gut, die pay ich mir ja eh. Oh! Hä? Das macht das Huhn ja super. Das rennt immer weiter. Ich glaube, ich habe ein Level geschafft. Was habe ich denn gemacht? Wo rennt denn das Ganze hin? Ist das normal? Ich habe ein Feld geerntet. Noch 15 Passpunkte. Ah, das hat viele, das hat zu viel gegeben. Weizen, ne? Diese 20 Lieferwagen ab, Ernte 120, das ist komplett fertig. Füttere Schweine. Kommt da noch was Starkes oder wiederholt sich das immer wieder? So, 20 Lieferwagen abschicken, das kriegen wir doch auch hin. Level 12, okay. Stimmt, wir wollten die ganze Zeit nur Level 10 und dann Level 11 kommen. Jetzt sind wir Level 12. Ich weiß nicht, worauf es gibt. Noch ein Hühnergatter. Digga, die brauchen jetzt halt richtig viel Futter. Ist das überhaupt gut? Zweite Futtermühle. Tun wir das erstmal kurz ein bisschen zur Seite. Zack. Oh, ich hatte gerade kein Gold für das Ding. Und hier muss ich mir dann auch wieder die Produktionskapazitäten da hier kaufen. Okay, die sind voll. Das steht. Farmpass. Oh, hier geht's wieder weiter. Gold, 820, ist gar nicht so schlecht. Zack und zack. Das haben wir auch. Die brauchen Futter. Die sind noch nicht fertig, die auch nicht und die auch nicht. Das geht fertig. Neues Angebot 87. Zack. Die schicken wir immer wieder nach Hause.
Das sind gute Angebote. Wer war das? Straßenverkauf von Chinese Gehilfe. Alter, die sind alles so weit. Was? Auch mitnehmen. Und wieder Weizen. Ich guck gleich bei den Aufträgen, was da noch geil ist. Wer ist er denn? Nee, du kannst gleich wieder nach Hause gehen. Nee, der kommt ja so, gibt mir ein richtiges Kackangebot, oder? Ich kann ihn noch nicht anklicken. Machen wir erstmal das Auto. 114 XP mitnehmen. Zack. Nein. Wieder weg. So, wo krieg ich denn jetzt Gold her? Kann ich hier mal Weizen verkaufen? Hat jemand schon gekauft? Wie kann das denn so schnell gekauft werden? Hä? Ist das ein Bug? Haben die irgendwie einen Autokauf eingestellt? Die haben das gekauft, bevor ich es reingestellt habe. Zaster. Geil. XP. Belohnung abholen. Habe ich mir aber auch wirklich earned. 5000 Münzen verkaufen. Okay. Die campen im Shop. Ja, ist doch geil. Kommt direkt die nächste Karre. Ja, 120 Pflanzen. Was kann ich denn noch machen, was chillig ist? Die einfache habe ich jetzt schon. Zuckerrohrpflanzen. Verkaufe Waren an Besucher. Füttere Schweine. Kriege ich sonst noch irgendwie Punkte? Das ist alles, was ich habe. So, dann gehen wir gleich mal direkt auf die Schweine, wenn es soweit ist. Füttere Schweine. Okay, dafür machen wir die Schweine fertig, 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 fertig. Was ist jetzt mit denen? Ach, die sind jetzt so fett, oder was? Dass sie nicht mehr laufen können. Sind jetzt so fett, dass sie mir laufen können. Jetzt muss ich einen Ofen über sie rüberziehen und der farmt dann Speck. Und jetzt sind sie wieder dünn. Das ist ja genau wie in echt. Sauber. Ich brauche... Oh, Schweinefutter. Du bist dabei, letzten Pflanzen zu verwenden. Was passiert da? Das ist irgendwie teuer. Okay, und jetzt machen wir Finish, 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 Finish. Wieder ein bisschen was rein, so. Muss hier kurz ernten. Okay, das Ernten ist geil. Das Ernten ist geil. Weizen ist einfach nice. Es gibt so viel XP. Plus Boni. Plus, das braucht nur 2 Minuten zum Wachsen. Super. Die sind alle wieder gefüttert. Jetzt mache ich sie mit 7 Gems wieder super fett. Und dann werden sie nicht getötet, sondern nur geschält. Geerntet? Das funktioniert eigentlich nicht so wie. Und wieder alles finishen. Was war der Auftrag? Füttere Schweine? Hyperhirte. Das bin ich. 170. Warum so viel? Geil. XP. Farmpassziel erreicht. Wusste ich's doch. Perfekt, super clean. Jetzt könnte man gut lenken. Du hast einen neuen Hut, das ist schlecht.
Okay, da müssen wir noch weiter warten. Nächstes Angebot, hoffentlich noch. Oh, 134er, guck mal. Nächste Belohnung. Speck sammeln. Zack, noch mehr XP. Ich hab hier noch einen Shop. Nur Deko? Das ist doof. Bei den Farmen ist nichts, bei den Tieren ist nichts, bei den Gebäuden ist auch nichts, ne? Ja, das läuft doch alles. 99 XP. Nein, das hätte ich nehmen sollen. Ich nehme Leute, die sich in irgendwas mit Trimax umbenannt haben, an. Das ist gut. Wenn jemand Trimax-Helfer heißt, dann weiß ich direkt. Trimax-Lakai, zack. 242, aber ich weiß, der baut das an, was ich brauche. Leute abgelehnt hier, gut. Was heißt dieses Herz? Warum hat hier so ein Herz da stehen? Weizenfarmen. Und wieder anbauen. 111 XP, schön. Guter Auftrag. So, was müssen wir noch im Pass machen? Sammle Popcorn ein. Ernte 100 mal Karotte. Wie lange braucht eine Karotte zum Pflanzen? Wir gehen erstmal auf Popcorn. Die Mistaufträge können wir wieder mit der Tonne kloppen. Hier, das ist doch. Tonne. What? 200 XP? Wo ist Popcorn? Das ist Popcorn. Farmpass-Ziel erreicht, aber welches? Ja, das kleine Popcorn. War das große auch schon? Nee, das große noch überhaupt nicht. Bisschen was gesammelt, gut. Finish, 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 finish. Finish, 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 finish. Oh, ich habe kein Mais mehr, das ist schlecht. Oh, Level 13, let's go. Und direkt hier einen richtig dicken Auftrag annehmen, einen ganz, ganz dicken. Digga, wir sind voll drin. Wie lange sind wir dabei? Eine Stunde 38 Minuten, okay. Was kommt da rein die ganze Zeit? Oh, drei Felder, geil. Bisschen Deko, nicht so nice. Oh, was ist das? Das ist geil, das neue Level. Howdy, brauchst du Hilfe beim Pflanzen deiner neuen Samen? Ich kann dir ein paar Hinweise geben. Ah, da auf die andere Seite gehen. Okay, da kam eine neue Pflanze dazu. In den Shop. Felder, da neu. Felder neu sind immer das Beste. Gibt es irgendwo eine Gesamtübersicht, wie viel Weizen ich schon zum Beispiel angepflanzt habe? Das nehmen wir alles mit. 200 XP. 164 XP. Wieso ist das so geboostet? Es geht extra auf Farmpass. Ja, ja, safe. Sammle. Und noch einen Lieferwagen. Das haben wir doch bald alles. Was, wie weit geht denn das? Kann ich sehen, wie weit es geht. Komm erstmal an. So. Da kann ich doch gar nicht hinkommen. Kann ich das schon schaffen? Wenn ich alle Aufträge habe? Was ist denn jetzt hier der nächste Auftrag? Verkaufe 5 Sachen an Farmbesucher. Na gut, dann nehmen wir dich. Komm, was soll's. Was willst du haben? Ja, nimm. 24 Äxte. Das tut weh. Das tut weh. Das ist immer ein Scam.
So, jetzt gehen wir in die Molkerei. So ein Scam, ja, ich weiß. Jetzt brauchen wir Molkereisachen. Dafür müssen wir Kühe finishen. Zack. Milch ernten. Kühe füttern. Ah, was haben wir hier? Er will wieder scammen, ne? Ja, 11 Äxte. Turbo-Scam. Guck mal, wie er sich freut. Was er für einen Freudensprung gemacht hat, nur weil er mich gescammt hat. So offensichtlich auch. Auch finishen. Was stellen wir her? Käse. Finishen. Wie viel Milch habe ich denn noch? Keine Milch mehr. Das ist ja low. 201. Ab mit der Bestellung in die Kirche. Brot einsammeln. Weizen einsammeln. So, jetzt haben wir noch einen Auftrag Karotten. Habe ich gerade nicht. Kommt die nächste Karre, wie schnell! Geil, mal wieder ein Free-to-Play-Projekt. Ja. Ist gut, ne? Zack, fertig. Okay, ich brauche Milch. Sau wenig Milch irgendwie. 250! Die werden ja immer krasser, wie geil! Konnte ich jetzt eigentlich noch irgendwas bauen? Ich das jetzt mal vergesse. Keine neuen Tiere, keine neuen Gebäude, ne? Da kommt noch so viel Wandel. Ich bin jetzt gerade Level 13 geworden, hab nichts Neues gefühlt bekommen. Nur so Deko. So eine Mauer bauen. Direkt neuer Auftrag, zack. Turbo Tracker 3. Hab ich mir earned. Hier geht's auch gut weiter. Kommen die Trucks mittlerweile schneller? Gibt's da was? Level 14. Wo ist zeigt er? Wer ist er denn? What the fuck? Hallo, ich bin Tom und kann Besorgung für dich machen. Du findest mich aus dem Straßenverkauf. Gut, versuchen wir es. Wonach soll ich suchen? Karotten. Sucht der Karotten? Ein bisschen weird, oder? Ein bisschen komisch. XP Auftrag nehmen wir mit. Weizen pflanzen wir an. Weizen gibt am meisten XP pro Zeit, aber dafür muss man auch die ganze Zeit da sein, ne? So. Jetzt geht's hier weiter. Zack, zack. Wir schauen jetzt nochmal hier rein. Trimax at Feuerfix. Nehmen wir. Trimax Sklave, gut. Der hat's verstanden. Trimax Helferin, ja, nehmen wir mit. Putzhilfe brauchen wir auch. Noch ein Sklave, gut. Warenhändler nehmen wir mit. Noch ein Gehilfe. Einfach eine Armee.
So. Können wir jetzt nochmal durchskippen durch die Verkäufe hier. Das ist jetzt ja alles... Ist 10-10 guter Preis? Ja. Das ist gut. Genial. Sehe dann nur ich dieses Angebot, oder was? Deine Scheune ist voll. Meine Scheune ist voll? Wie kann das denn sein? Was ist das? Daily Dirt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nächsten Auftrag. Das fertig mitnehmen. Warum ist aber die Scheunenkapazität ans Limit gekommen? Ich brauche Karotten. Kann mir irgendjemand Karotten? Haha, das Spiel sucht meine Oma. Geil. Tom hat Karotten. Ach, tatsächlich. Super. Geht der nochmal los? Geht der nochmal Karotten suchen? XP. Scheunenkapazität. Warum ist die denn schon wieder so niedrig? Das ist halt richtig teuer, ne? Das ist halt richtig teuer. Rechne das mal aus. Ist der ist Trash. 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 Na, langsam kommt hier ein System rein. Guck mal, was hat mir zum Beispiel Emil anzubieten? Nichts. Was haben wir hier sonst? Nehmen wir mal Michi besuchen. Nichts. Oh. Kaufe kein Weizen mehr. Nee, Weizen nicht mehr kaufen. Das wird sonst immer voller. Das nervt. Ich brauche eher Brot backen mit Weizen. Ich brauche eher was, weil ich meinen Weizen loswerde. Den nehmen wir nochmal mit. Alter, der hat die Karotten geholt. Wieder verfügbar. Ich muss mir jetzt irgendwie etwas ausruhen. Nee, Tom. Kann der wieder aufstehen? Tom, ich geb dir Gems. Kaufe Weizen. Kann ich das nicht in größeren Portionen verkaufen? ...36, ist das viel? Das klappt! Die Community kann da auf jeden Fall mithelfen, aber das ist noch nicht... Da muss es noch... Jetzt habe ich hier die Karotten. War nicht ein Auftrag im Pass Karotten machen? Im Farmpass? Das ist so falsch. Ich spiele das Spiel völlig falsch.
Das tut bestimmt vielen Free-to-Play-Spielern weh, oder? Zack, Farmpass-Ziel erreicht. Nice. 230 XP. Was ist das? Eine Chest? Extra freigeschaltet. Schenke der Nachbarn ein paar Diamanten. Ich habe nichts von. Was ist das denn? Alter, habe ich schon viel Geld ausgegeben. Wahnsinn. Molkereiprodukte. Und noch irgendwelche Randos hier anbieten. 190 XP. Wo sind denn hier Molkereiprodukte? Keine Milch. Wieso keine Milch, Mann? So, mitnehmen. Kühe füttern. Kühe finishen. Milch mitnehmen. Kühe füttern. ...167 XP, geil. So, und jetzt hier die Milchprodukte herstellen. So, so, so. Farmpass-Ziel erreicht. Das reicht, das wieder mitnehmen. 75 XP, ich bin voll drin. Ich hab das Spiel komplett durchschaut. Level 14, fast 15, ne? Geil. So. Den Pass. 820 Gold. 17 Punkte zur Freischaltung. Habe ich nicht bald alle Ziele hier? Wieder alles rein. Haben wir hier noch irgendwas im... Ja, wir haben hier noch was. Kuchenofen. 12 Stunden, oder was? Noch ein Ei mit dazu. 214 XP. Ist das die schnellste? Was im Postkasten? Der hier? Ist egal. Ziele, was haben wir denn hier noch? Ich hab doch alles, hä? Ich kann den ja gar nicht maxen. Wie kriege ich neue Aufträge, neue Ziele? Das gefällt mir nicht. Oh mein Gott, Level 15. 3 Felder, Kürbisse, Heuwagen, neue Farm. Hast du den neuen glänzenden Briefkasten gesehen? Wer ist er denn? Wie lange kramt er in seiner Tasche rum? Und er zieht wieder durch. Was ist das? Mich gerettet, danke. Was ist das? Mit Überraschungspakete? Werkzeug-Überraschungspakete. Du brauchst mehr Geschenke, um dieses Objekt zu kaufen. Mach ich. Einen Brief verschickt. Wie kriegt man selbst mehr Briefe? Hilft anderen Farmern, dann schicken sie vielleicht welche. Kriege ich Briefe? Postbote kommt jeden Tag einmal. Ist das jetzt gut oder schlecht? Geht bestellen?
Bringt nichts. Ah, da ist ein Paket an deinem Haus. 7 Äxte. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, gibt's hier irgendwie irgendwie sowas wie Weizen durchspielen? Gibt's hier was? Geht zu flop, ja, stimmt. Speck sammeln. Ernte in 10 Minuten 200 Felder ab. Turbo Trucker, das ist sogar schon fertig. Farmmagnet. Glücksrad drehen. Da gibt es keine Belohnungen. Okay. Profis in Discord holen bitte auf keinen Fall. 67 XP nochmal. Ihr seid die Profis, Chat. Ihr sagt, was als nächstes ansteht. Ich will XP. Ich will einfach nur aufsteigen. Macht es vielleicht sogar Sinn, Kürbisse anzubauen? Das ist meine neueste Pflanze, ne? Die immer zu jammen. Weil die geben auch viel XP. 6 XP jedes Mal. Farmpassaufträge hast du noch? Viele. Deko bauen. Ich hasse Deko so sehr. Kann ich sie bauen und wieder wegmachen? So. Hier haben wir auch noch neue Felder. Silo ist voll. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich auch die Kürbisse teurer verkaufen, oder? Guck mal, die gehen zu viel. Guck mal, die gehen schon für so viel weg. Das ist nice. Silo ist voll. Geil. Welche Pflanze braucht am längsten? Wie lange braucht die? Nein, nee. Vielleicht Zuckerrohr 30, 20, 2, 5, 10, 3 Stunden, 2 Stunden. Ich call die Kürbisse. Kauft ihr mir Plätze im Shop? Das ist ja egal, die sind ja instant wieder weg, oder nicht? Ist das nicht ein Loster-Tipp? So. Ist das eine gute XP-Quote, die ich hier kriege? Pro Gem 1 XP. Guck mal, das waren jetzt. Ja, da passiert was auf jeden Fall. Nein? Ist krank teuer, ja, aber geht schnell. So. Noch eine Kuhweide. Geil. Kann ich euch tauschen? Die Speckproduktion geht mal kurz weg. Die Kühe kommen hier hin. Jetzt kann der Speck hier hin. Cool. Mehr Kühe. Kann ich hier auch Kuh reinziehen? Nee. Okay, dann braucht ihr alle Essen. Die haben nicht genug Essen. Das nervt. Essen könnten mir die Leute mal geben. Das Ding ist fertig. Wie kann ich das abstellen? Das ist ja äußerst nervig. Das muss ich mal kurz ausmachen, den Einstellungen. Wo geht das? In den Supercell-Einstellungen. Wo kommen wir denn da hin? Neue
Freundschaftsfragen erhalten, ablehnen. Gut, fertig. Guter Call, gut gemacht. Zack, wieder rein. Fühlt sich ein bisschen falsch an. Gibt aber jetzt eigentlich auch gut XP, oder? Doch. Sau teuer, aber da passiert was. Alles Müll, das tut so weh. Das tut weh zu sehen. Ja, das ist, dafür ist es da. Apfelbaum säen. Dann packen wir hier hinten den Apfelbaum hin. Den hasse ich aber sehr. Ich hasse Deko in dem Spiel. Macht jetzt bestimmt viele sauer, aber ist leider so. Der gibt gut XP. Ah, ach, das ist keine Deko. Der kann mir Äpfel geben. Jo, da kommen wir nach vorne, Apfelbaum. Du kannst was produzieren. Super. Komm ruhig mal nach vorne, wo wir dich sehen können. Ist ja fast so geil wie ein Feld dann. Alle 16 Stunden, also einmal am Tag ein Apfel. Super. Das ist keine Deko, ja. Aber es bringt auch nicht alle was. Nein, das sind. Es gibt sehr viele Bäume, aber ich kann gerade nur. Und der Rest hier ist ja dann Deko. Haben wir schon was im Ofen gemacht? Wo hat die hingestellt eigentlich? Hier. Karottenkuchen. Kürbiskuchen. Keine Eier. Seid ihr fertig? Ihr seid fertig! Ach, hier auch! Alter, das ist doch auch gut. Hühnerfutter. Hühnerfutter. Ist die Kürbistaktik jetzt das Beste, was ich gerade machen kann? Nur von der Zeit her. Nicht von den Kosten, weil es ja wahnsinnig teuer ist. Kauf mehr Äpfelbäume, die lohnen sich. Kann ich davon mehr kaufen? Lol. Ja, wie viele denn? Hä? Wie cool, wie viel kann ich davon haben? Unendlich! What? Wie krass, das ist nicht voll. Oh, das ist ein guter Auftrag. So, wir lassen jetzt das Auto losschicken. Und machen das hier noch nebenbei. Jetzt kriegen wir Fett XP vom Feld. Und Fett XP vom Auto. Schicken wir das Auto wieder los. Und pflanzen wieder Kürbisse an. So kommen wir doch ratzfatz Level 16. Oh, was ist das? Levelgrenze erreicht. Zack, und wieder ernten. Kapazität ist fast ganz oben. Kürbisse hinknallen. Und Kürbisse verkaufen. Dafür. Oh, Alter, das ballert doch. Guckt euch das mal an. Alter, Feuerfix, wie schnell. Komm, das ist nicht schlecht. Aus den Kürbissen etwas herstellen gibt bestimmt mehr XP. Ja, guter Call. Jetzt können wir hier auch noch die
45 Minuten, eine Stunde. Mehr Kapazität. Und das. Nächstes Teil wieder weg. Okay. Wie der Kopf ist da, lacht. Da ist eine Chest. Oh ja. Die Äxte haben wir noch. Auto wieder da. Die Angebote hier werden schlechter. Das gefällt mir nicht. Wie kriege ich sonst noch cool XP? Das ist schon mal geil, den Stuff, den ich habe. So, so, so. Okay. Der ist besser. Viel besser. Level 16 ist auch in Aussicht. Trimax XP-Helfer. Bei mir in der Friendlist? Oder in der Community? Das Schiff bringt gut XP, versucht das schnell freizuschalten. Das ist ein geiler Auftrag. Das klappen wir wieder ein und wir gehen noch einmal durch die Shops durch. Weizen will ich nicht mehr. Wofür bräuchte ich so viel Weizen? Brauche ich nicht, oder? Futter bräuchte ich, aber das... Ah, guck mal hier, geil. Das war stark. Schreibungshelferin, das war sehr gut. Boah, Futter ist das. Futter ist doch eigentlich das Beste, oder? Auch Milch, Speck, das ist stark. Eier, ja. Tierprodukte sind super. Bretter, weiß nicht, was das ist. Du kannst keine Erweiterung und Verbesserungsmaterialien kaufen. Versuche es morgen wieder. Was? Tageslimit? Sage mal. Wieso gibt's das denn? Das hat mir... Oh, da war Futter. Sauber. Dass man immer nicht tradet. Okay, wir gehen zurück zur Farm. Ich soll das Boot schnell freischalten. Das gibt... Ach, was? Das gibt viel XP. Das Boot? Oder das Boot? Das Boot. Ab Level 17. Und das gibt hier bisher am meisten XP für Gem. Muss ich das echt immer da reinziehen? Kann ich das nicht irgendwie anklicken? Das mit dem Ziehen ist ja irgendwie doof, oder? Alter, er freut sich so, weil er mich so gescammt hat. Passpunkte 600 von 600. Gold. Deko-Stuff, Gold, Gold. Ganz viel Gold. Ach doch, er ist durch. Und damit auch Level 16. Geil.
146 XP nehmen wir mit. Wieder in den Shop. Will ich neue Felder bauen? Nee, das nicht. Aber eine neue... neue Farm. Schafe. Wow, die sehen ja scheiße aus. Geil, das haben wir. Lockt Schmetterlinge an. Dekoriere deine Farm. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich mache heute mal ein vernünftiges Heyday-Overlay. Ja, das ist gut. So, die Schafe. Schafsfutter. Was haben wir? Das nehmen wir auch. Ist hier irgendein Tier fertig? Nee, ne? Nee. Ja, habe ich die Schafsfutter hergestellt? Ach so, nur angefangen. Das nehmen wir. Schafsfutter, zack. Die sind alle fertig. Shop. Locker kann ich doch auch ein Gebäude dafür bauen, für die Schafe. 100 pro, als ob ich nur Schafe bauen kann. Oder habe ich schon ein Gebäude, wo ich irgendwas aus Wolle herstellen kann? Nein, habe ich nämlich nicht. Das Belohnung in Farms übrig. Wo? Was ist die beste XP pro Gem gerade? Du hast noch was im Pass. In dem hier? Das hier nur. Die kann ich nicht einsammeln. Das Aktivieren ist ausgegraut. Ich kann das nicht drücken. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich schon gemaxt habe, oder? Es gibt einen Erfolg, in dem du Münzen mit Straßen verkaufst. Es gibt echt gut XP. Wenn du Sachen auch überteuert verkaufst, geht das schnell. Ja. Verdiene 5000 Münzen im Straßenverkauf. Das zählt sich. Was ist, wenn ich einfach alle Zutaten... Guck mal, was ist hier das Coolste, was ich habe? Das Neueste? Kürbiskuchen. Was ist, wenn mir die Leute Weizen, Eier und Kürbis geben und ich stelle Kürbiskuchen her? Das gibt Fett XP. Ist das smart? Du musst eins von den Gebäuden auswählen. Achso, okay. Bis zum Schiff dauerhaft Straßenverkauf ist das Beste für XP. Echt einfach der nee, da weigere ich mich. Ich möchte von den Community Leuten, die ich hier schon hinzugefügt habe, gerne alle Zutaten so günstig wie es geht haben für den Kürbiskuchen. Ich glaube, das ist gut. Futter erstmal geil. Futter ultra gut, das ist geil. Ah, guck mal, da ist es. Alter, das hat geklappt so schnell. Wie schnell können die das reinstellen? Oder hatten die das noch drin? Das wäre Zufall. Silo ist voll. Ey, ultra stark. Jetzt kann ich das hier wieder weghauen. 21 XP, Mülltonne. So.
Jetzt muss ich nur 4 Gems ausgeben. Was heißt das? Alle Kuchenofenwaren sind bei Lieferwagen abgestellt. Jetzt 10% mehr wert? Wie geil. Jetzt sind mir die Eier wieder. Okay, das hat gut XP gebracht. Das ist der Way to go. Geil. Alles, was ich für den Kuchen da brauche. Silo ist voll. Warum ist denn immer das Silo voll? Woran hapert's denn? Ist mein Silo so schwach? Meine Güte. Das wird ja ganz teuer. Scheiße, hier ist noch eine Chest. Ich hab die Eier nicht. Keiner bietet sie auch an. Hat das keiner übrig gerade? Da. Starke Nummer. Alle sauer, das tut so weh. Doch, das muss ich doch machen. Eier, super. Kürbis ist sauteuer, wer ist das? Das war stark. 180 für 10 Eier, viel oder wenig? Das wirkt irgendwie teuer. Das ist geil. Maximalpreis. Er hat immer den Maximalpreis reingestellt. Wie hieß der? So, jetzt können wir hier wieder gut Gas geben. Das gibt dick XP. Das ist es. Leute, ihr seid die Besten. Für 4 XP. Die schicken wir wieder weg. Du musst die Kuchen auch noch verkaufen, ja. Die geben bestimmt gut Geld. Alter, 1500. Chimis Ranch nimmt das Ganze an. Und Shaggy, stark. Zaster. Warenhändler. 4 Dinge auf einmal angenommen. Jetzt kommt noch mal Gold rum. Geil. Das war ein gutes Prinzip. Das war smart. Oh, die sieht cool aus. Hier nochmal 102 XP. Genial. Das sind die Angebote, die wir brauchen. Kürbisse, Eier. Schaut es euch an. Das ist doch wieder ein Scheiß, oder? Leons Biofarm? Das ist doch ein Kackangebot, oder nicht?
Tageslimit erreichen. 2 Wochen für die frechen Angebote. 144 XP für die Kirche, das nehmen wir direkt. Ab welchem Level schaltet man das Boot frei? 17, wir haben es gleich. Schon wieder nichts mehr hier. 190 XP. Zack. Oh, ich hab's Level 17. Und damit soll ich jetzt am krassesten XP kriegen. 14.000 Münzen habe ich. Praktisch. Glückwunsch, Level 17, geil. 3 Felder dazu, wichtig. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das kann, weil ja, der meinte, das ist zu stark. Anlegestelle fertig. Oha. Dafür braucht man Free-to-Play 2 Wochen. Ja, kann ich mir vorstellen. Schöner Dampfer. Anlegestelle ist repariert. Oha. Ich hab von allem nichts. Ah, ne, nicht um Hilfe bitten, einfach finishen. What? Wieso ist da so ein Logo? Hä, wie sick? Ist da jemand, der mitgeholfen hat? Ist jetzt gepaid und abschicken. Zeitbonus. 200 XP! Schiff jetzt holen. Nächste Bestellung. Kann ich aber bestimmen, was er macht? Okay, das ist das nächste Schiff. 43 Mais für 43 Dias. Ist schlecht. Jetzt muss ich Mais produzieren. Kann ich es auch... Machen wir das? Was ist am smartesten? Was ist das? Webstuhl? Jetzt kann ich was mit den Schafen anfangen. Ist die wieder voll? Oh ja. Klasse. Alle füttern, fertig. Kauf die Sachen von deinen Gehilfen. Mach immer auf Hilfe, um Hilfe bitten. Kann ich doch nicht. Kann das aber nur 3-mal machen, oder nicht? Kann ich pro Schiff immer 3-mal um Hilfe bitten? Zeitbonus. Um Hilfe bitten kriegst du keine XP für die Kiste. Wieso schreibt das dann einer? Hä? Wieso? Mach immer um Hilfe bitten, hat er geschrieben. Hier stehen nur falsche Sachen im Chat. Scheiße, echt? Schiff herholen. Dann kann ich die irgendwie hinzufügen als Freunde? Ich brauche mehr Freunde, die wirklich unterstützen. Scheinbar als Genosse nehmen wir.
Die brauchen halt die Sachen, die ich... Trimax Lager, Trimax dein Assistent, Trimax Helfer. Trimax to the top. Trimax Farmer, Trimax Payday, Trimax XP Helfer. Ich brauche nämlich XP. Schiff. Zack. Das ist mal Glück. Äpfel habe ich doch auch ein bisschen. Ich brauche alles. Aber man kriegt schnell XP. Guck mal, ich habe schon wieder Hälfte zu Level 18. Du hast niemanden angenommen. Laber kein. Ach, man muss immer Doppelklick machen. Chimix XP Push. Chimix Lager. Chimix Assistent. Chimix Helfer. Chimix to the top. Okay, die haben den Sachen, die haben den Stuff, den ich dann brauche. 105 XP. Okay, Äpfel und diese Teile. Vielleicht sind weniger Freunde auch mehr. Wisst ihr? Wenn ich jetzt hier in den Dings reingehe und suche. Guck mal, das ist doch schon ein Scheißangebot, oder? Die sind gut. Die sind super. Das ist ganz groß. So, was hatten wir nochmal gebraucht? Das ist eine Kuchen, ne? Da, das ist der Kuchen. Geil, einer hat aufgepasst. Silo voll. Das gibt's doch wohl nicht. Warum ist das Silo denn immer voll? Wer bringt jetzt hier schon wieder diese Mistaufträge rein? So. Einpacken. Einpacken. Und einpacken. Rest kaufen für 1000, Alter. Für alles. Was bringen diese Schiffspunkte? Erfolg freigeschaltet, Captain. Ja, da sehe ich mich auch. Das ist gut. 192, zack. Auch das haben wir. Abholen. Du gehst bitte. Drei Brote fertig. Cool. Ich call, das gibt am besten XP. Hä, verklickt? So habe ich mich verklickt. Das muss am besten XP geben, oder nicht? Vier Gems für so viel. Einfach XP-Ofen, ja. Safe. Zack, absetzen, weg damit. Neues Schiff holen. Ich bin komplett drin. Hier ist eine Kiste. Schaufel, cool. So, was haben wir hier am Schiff? Habe ich alles nicht. Müsste mir alles anbieten. Was ist denn das? Steht hier nicht. Man sieht nur ein Symbol. Dann geben wir den Leuten kurz ein paar Sekunden Zeit. Das bringt nicht so viel XP pro Gem.
Immer das letzte Endprodukt eher. Oh, hier ist was Neues. Könnte Baumwolle stark sein? Level 18, sauber. Da kommt wieder was dazu. Wir nehmen das erstmal wieder normal. Weizen, der wechselt wenigstens schnell. So. Schiff ist ohne Spaß am stärksten, aber ich hab's nicht. Das ist sau teuer, das zu machen. Ich muss jetzt hier hoffen, dass die Leute. Oh ne, noch ein Schweinedings. Und Schweine dazu holen. Tiere, Schweine da, so. Ich hab kein. Was? Ich hab kein Gold? Warum nicht? Charmings Helferin zweimal. Stark. Und Charmings Warenhändler dreimal. Mächtig. Jetzt habe ich wieder Gold. Ich kann mir eben einfach kein Schwein leisten. Ist schlecht. Schweinefutter. Zack. Das sieht gut aus. Jetzt gehen wir wieder. Nice. Wieder zu den anderen und hoffen, dass sie mir die Sachen anbieten, die ich brauche. Das war richtig. Die waren sowieso günstig. Geil. Die nehmen wir mit. Ich glaube, viele aus der Freundesliste müssen wir auch wieder löschen, glaube ich, oder? Das ist stark. Das war super. Das ist der gewesen. Klasse. Wartet der noch was hier hinten? Ne, das sind die anderen. Das noch mitnehmen. Stark. Auch nichts. Nichts. Super. Das kann ich nicht. Okay, gut, wieder zurück. So, haben wir hiervon was? Ja, geil. Geil. Nice. Die fehlen noch. Pullover. Pullover. Letztes Ding kaufe ich selber. Auch wenn es richtig dumm teuer ist. 57. Fahren wir hier nochmal mit. Silo voll. Was? Das ist immer voll. Kapazität erhöhen. Kapazität erhöhen. Kapazität erhöhen. Wie oft kann man das denn erhöhen? Warum ist das immer voll? Und wie sehr erhöht sich die Kapazität? So teuer. Immer um 25. Das ist ja so teuer. So. Das alles wieder anpflanzen. Okay, also wir müssen mal ganz kurz über. Speckkuchen. Fünf. 26 XP. Und der sieht auch richtig gut aus. Ich habe heute noch nichts gegessen. So, aber das Neueste, was freigeschaltet wurde für mich, war das hier. Ich glaube, Speckkuchen ist... Der Speckkuchen ist der neue Way to go, oder?
hat mein Handy mal 6%, das nervt doch. Kiste bei der Scheune, tatsächlich, gut gesehen. 140 XP, nehmen wir mit. Okay, dann lass auf Speckkuchen gehen. Kauf hier Shopplätze und verkaufe viel. Baut doch eh nicht, die sind doch eh mal instant weg. Boah, das sieht doch gut Kohle, oder? Okay, dann brauche ich von den Leuten jetzt Sachen für einen Speckkuchen. Geil. Der war stark, der war einfach genial. Wir gehen nochmal zurück. Nicht, dass er hier hinten noch was hatte. Nee, hat er nicht. Hier ist ein bisschen Speck, aber ist das ein guter Preis? Was ist denn... Geil. Nice. Die Zutaten für einen Speckkuchen sollen drin sein. Zack, zack. Die Bretter kann ich leider nicht kaufen. Tägliches Limit erreicht. Und dann wiederholt es sich. Geil, da ist einer. Stark. Aber so viele... Die Scheune ist voll? Was ist das? Wie kann das sein? Warum ist die denn voll? Was ist denn hier so drin, was zu viel ist? Ich stelle erstmal her. Wieder kein Speck, das gibt's nicht. Silo-Kapazität. Kommen wir gut XP zusammen. Wir sind gleich schon wieder Level 18,5. So, Speckkuchen verkaufen. Zack. Was hatte ich denn? Was habe ich denn zu viel? Ich kann dir ganz viel Speck geben. Du hast noch viel Kürbis. Ah, stimmt. Gut gesehen. Alter, genial. Erfolg freigeschaltet, Zaster in die nächste Stufe. Zack. Belohnung abholen. Alter, wie viel XP hat das gebracht? Was? Fast Level 19. Geil. So, einmal alles reinpacken hier. 96 XP, schwupps. Alles wieder finishen. So, so. Den wieder mitnehmen, 141 XP. Das ist schnell, das ist wirklich schnell, was ich hier gerade mache. Das ist stark gespielt. Genial. Wie viel mir die Leute gegeben haben. Hä, wie viel habe ich denn davon? Jetzt ist fertig. Ich habe Level 19 erreicht. Wieso gab es keine Animation? Hä?
Frisches Heu, dekoriere deine Farm. Aber drei neue Felder. Mir nichts Neues angezeigt. Bin ich lost? Spiel kaputt gemacht? Schiff ist viel besser. Ach, guck mal, der arbeitet hier noch. Hä? Das habe ich doch vor 2 Minuten gemacht. Es gibt XP-Booster, wie das denn? So viel reingepellt, es kommt nichts an. Was passiert mit dem Ofen? Kaputt gemacht? Die Animation hängt daher, weil du so schnell gemst. Vorher krieg ich ja gar keine XP mehr. Spiel neu starten, zu schnell gepaid. Der Ofen paid schon automatisch. Ich hab irgendwie Autospin hier an oder sowas. Der zieht mir jetzt einfach die Gems ab und gibt mir die XP, bis fertig ist. Ich drück nichts. Eine Hand ist hier und eine Hand ist hier, ne? Wie lange dauert denn das? Der zahlt auch gleich neu ein. Ich muss das iPad zerstören. Was ist denn so am Arbeiten? Wie nervig. Müll, 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 Müll und Müll. So, Ofen, jetzt nochmal hin. Und du gehst nach Hause. Let's go, endlich fertig, Level 19. Aber witzig, die Felder hatte ich eben schon gespielt, die hatte ich eben schon gesetzt, ja. Neues Gebäude, Nähmaschine, 4500, das ist viel. In Ordnung. Baumwollhemd. Mütze braucht 1 Stunde. Pullover 2 Stunden. Vielleicht ist nicht mehr der Speckkuchen das Beste. Obwohl, der braucht 2 schon. Farmmagnet. Oh, die hatte ich doch. Das passt ja, dass er das braucht. Das habe ich nicht und das habe ich auch nicht. Käse. Ich kann mal die Molkerei gucken. Eigentlich ist immer das zu Gem, was am längsten braucht. Oh, hier ist noch was. Nochmal farmen. Pflanzen wir mal Mais an. Was haben wir noch? Neuer Obstbaum. Himbeerstrauch. Ist das gut? Das ist auch eine gute Taktik. Ah, jetzt ist der tot. Das kann ich jetzt abpflanzen, das geht auch XP. Ja, das geht auch XP, interessant. Mach dir 200 Apfelbäume, geben dir so viel XP, glaubst du gar nicht. Echt? Was kostet ein Apfelbaum? 7,7. Das ist viel XP. Wird der Apfelbaum größer?
Ja, und dann den Apfelbaum abfarmen. Nochmal 5 XP. Schlecht ist es aber, glaube ich, auch nicht, oder? Wobei aber auch 13 Gems ziemlich viel sind. Und das gibt dann auch nochmal XP. Okay, gucken wir nochmal bei den Lieferungen. Wer hat's reingestellt? Die Sachen, die ich brauche. Alter, da hat echt wieder die Käse reingepackt. Und den Speck. Und Eier. Und Alter, der hat's geschafft. Trimax Lakai hat's direkt durchschaut. Scheune ist voll. Das kann nicht angehen. Wie kann die Scheune voll sein? Kann das jemand mal ausrechnen, was 600 Gems, 600 Diamanten kosten? Ach du Scheiße. 20 Euro! Das sind mehr als 20 Euro einmal hier verbessern. What the fuck? Das ist völlig verwirrend. Clash Royale, Clash of Clans, Clash Quest, Clash Mini. Überall 14.000 Gems, 100 Euro. Aber hier ist 4.000 Gems, 100 Euro. Brutal. Da ist auch hier mit dem Käse. Nice. Speck und Käse, klasse. Was musste ich nochmal in das Ding rein? Ah, da war's. Das hier war's. Das muss ich in das Schiff packen. Alter, der auch super smart. Trimax Warenhändler. Digga, deren Farben sehen alle so krass aus. Einpacken. 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 Schiff abschicken. Geil. Die auch erstmal nach Hause schicken. Und wieder den Speckkuchen zubereiten, der so viel XP bringt. XP. Neues Schiff holen. Oh, da sehen wir schon das. Das könnt ihr direkt schon reinpacken. Mayo, Speck und ein Pullover. Alles. Dann braucht das noch. Lol, 3 Sekunden. Das ist jetzt fertig. Und nochmal Mais anpflanzen. Ich will mehr Felder. Ich will viel mehr Felder. Zack, mitnehmen. Schiff ist da. Speck habe ich. Eine Portion Mayo auch. Und Pullover sind auch schon fertig. Scheiß drauf, das pay ich jetzt den Rest. Abschicken. Geil. Neues Schiff holen. Kürbis, Milch, Burger? Burger. Crazy. Milch habe ich, ja, nicht ganz so viel. Kürbis genug. Burger 0. Milch und Burger. Nächste Challenge.
Den Typen auch wieder losschicken. Den Käse nehmen wir mit. So. Milch. Speck, Käse, Eier, immer geil. Burger, klasse, das klappt. Der mit seinem Spiel teuer. Speck und Burger, gut. Butter nehmen wir auch nochmal mit. Zack, zack, zack. Voll wieder? Nee, na, jetzt bin ich doch nicht voll. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Speckkuchen. 2200, Wahnsinn. Alter. Okay, das nehmen wir so, cool. Hier. Nein, ich um Hilfe bitten. Stopp, 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 stopp. Mist. Abschicken. 181 XP. So viele Eier. Ja, die brauchen wir doch für die ganzen Kuchen, oder nicht? Ach, nur ein Ei jeweils. Ach du Scheiße. Finde ich echt ein bisschen viele. Level 20. Was kommt denn da alles dazu? Haustiere. Fütter, um Punkten zu sammeln. Okay, das ist gut. Was geht denn jetzt ab? Gutscheine gibt's jetzt noch? Boah. Um sie gegen bessere Objekte einzutauschen. Erstmal Feld. Alter, einfach Level 20, wie geil. Hundehütte. Vogelhaus. Achso, das war's. Und wo kriegst du jetzt... Aha. What? 20 Speck braucht der? Weißt du, wie teuer das ist? Warte jetzt, bis ein Tier zum Schlafen wiederkommt. Da ist er. Hund. 01. Gut. Sieh mal, wie dein Tier zu spielen anfängt. Vergiss nicht, es regelmäßig zu füttern, damit es zufrieden ist und du Punkte sammeln kannst, nachdem du es... Okay. Und das, wo läuft er jetzt rum? Jo. Was macht der? Wie gibt er mir jetzt XP? Das nehmen wir alles mit. Zack. Die hauen direkt wieder ab. Weg mit dir. Futter mitnehmen. Schiff rufen. Ich muss noch ein blauer Pfau, brauner Pfau, weißer Pfau. Leistenschnabeltuckern. Fischertuckern. Blauer Pfau ist cool. Du hast nicht genug Kühlgutscheine. Wieso denn nicht? Hä? Kann ich die nicht payen? F-
Farmpass? Ist das was anderes als der Farmpass? Hä? Dafür musst du mehrere Farmpässe erspielen. Du musst den Farmpass halt mal komplett einsammeln. Dann geht's. Geht denn wieder von vorne los, der Farmpass? Du hast den Farmpass jetzt noch abgeschlossen. Viel Spaß, viel Spaß. Und jetzt? Abgeschlossen. Ah, aber das kann ich mir nicht holen. Okay, hol mir einen anderen Vogel. Welchen Vogel kann ich mir denn holen ohne den Pass? Oh, man braucht den Pass! Nee, das gefällt mir nicht. Das heißt, ich muss jetzt 16 Tage warten. Eieiei, okay. Okay, gut. Dann ist es jetzt 2:30. Genauso lange wollte ich streamen. Jetzt 3 Stunden haben wir gemacht. Scheiße, ich bin total. Also, das hätte jetzt auch ein 12-Stunden-Stream werden können, ne? Von den 1000 Euro, die ich gepayt habe, sind 800 Euro weg. So eine Kiste nehmen wir noch mit. Wir sind Level 20. Wir waren jetzt, glaube ich, da, wo Miki war, nach 2 Wochen oder irgendwie sowas. Was gut ist. Füttere den Hund. Alter, mit Pfeifen. Das werde ich auch ganz doll ein bisschen offstream daddeln, ne, klar. Aber da natürlich nicht so Pain. Da spiele ich das Spiel dann auch mal richtig, ne? Ups, was war das? Glückwunsch? Okay. Alright. Geil. Level 20 im ersten Stream. Aber jetzt wird es ja wahrscheinlich immer langsamer. Ne? Kommt da noch irgendwas Krasses? Fischerboot oder... Es kommen ja noch Millionen Sachen. Bibliothek, Zug, Stadt, Dorf, Nachbarschaft, Mine, Schatzlager, Ölplattform. Alles. Das ist Viratos 4 im Vergleich. Echt? Mine bringt Todes viel XP. Stadt ist das krasseste, das gibt am meisten XP. So viel Geld weg und nicht wirklich was erreicht. Nicht wirklich was erreicht? Das ist der Wahnsinn. Ich hatte am Anfang nur Hühner. Das war ein Mega-Progress. So, die müssen wir noch füttern. Die müssen wir noch melken und auch wieder füttern, das ist wichtig. Okay, geil. Oh, Gutscheine sind nice. Gut, wir müssen aufhören, weil jetzt geht es uns immer weiter.